Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, herzlich willkommen beim politischen Aschermittwoch der Linken hier in Passau. Also es ist eine Ehre, als Kreisvorsitzender hier in Passau mittlerweile den 19. Aschermittwoch der Linken zu eröffnen. Aber leider hat man damit auch die Pflicht, die traurigen Nachrichten zu übermitteln. Manche haben es heute schon in der Zeitung gelesen, manche haben sich vielleicht schon gefragt, wo ist Gregor? Gregor Giese, mit dem wir vor 19 Jahren den ersten Aschermittwoch gemacht haben, der uns über Jahre begleitet hat, hier bei dieser Veranstaltung, musste sich geschlagen geben, musste gestern absagen. Grippe und Fieber haben das geschafft, was ein Norbert Lammert im Bundestag nie geschafft hat oder auch so mancher Talkmaster nicht geschafft hat. Grippe und Fieber haben Gregor gehindert, heute reden zu können. Es tut mir sehr leid, aber wir haben dann ganz schnell reagiert, haben ein anderes bayerisches linkes Urgestein eingeladen, der viel Aschermittwochserfahrung hat, und Klaus Ernst, der Vorsitzende vom Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages, hat sich bereit erklärt und ist heute eingesprungen. Herzlichen Dank, Klaus. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, wir wollen natürlich, dass dieses Jahr Gregor kommt und wir wollen den Termin so schnell wie möglich nachholen. Deswegen einen kleinen Applaus für Gregor Giese, schickt mir ihn den hoch, dass er schnell wieder gesund wird, dass er umso schneller nach Passau kommen kann. So, aber jetzt Schluss mit den schlechten Nachrichten, steigen wir ein ins Programm. Ich darf Sie nochmal alle recht herzlich begrüßen. Ich darf unsere weiteren Rednerinnen begrüßen. Das ist die bayerische Landessprecherin Eva Bullim-Schröter, wenn sie das Handy mal weglegt. Und die stellvertretende Parteivorsitzende und die Vorsitzende der Linken im Hessischen Landtag, Janine Wissler. An dieser Stelle gleich einmal ein Tipp von der CSU. Wir haben ja festgestellt, die beobachten immer unseren Livestream. Und ihr habt es ja auch festgestellt, nach der Wahlschlappe der CSU hat die CSU die Frauen entdeckt. Sie will jetzt weiblicher wirken. Und deswegen haben sie beschlossen, dass heute den Aschermittwoch in der Dreiländerhalle eine Frau eröffnen darf und sie darf damit die Männerriege einläuten. Also bitte, liebe CSU da oben, wie scheinheilig ist denn das? Wer Frauenpolitik machen will, wer Frauen ernst nimmt, ja, der, bei dem spielen die Frauen die erste Geige beim Aschermittwoch, der quotiert seine Listen und der macht den Internationalen Frauentag, den 8. März zum Feiertag, wie es unsere Genossinnen und Genossen in Berlin gemacht haben. Und ganz nebenbei als Linker bin ich schon stolz. Janine ist nämlich in Hessen die Vorsitzende vom Wirtschaftsausschuss. Klaus ist ja im Bundestag. Wir haben heute die Wirtschaftskompetenz da, wie es die CSU in der Dreiländerhalle und die SPD in Vilshofen zusammen nicht da haben, ja? Als Linke freut es mich natürlich immer, wenn ich auch zahlreiche Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter begrüßen darf. Stellvertretend hier dafür möchte ich Rüdiger Kindermann, den Verdi-Vorsitzenden von Verdi Passau, herzlich begrüßen und Robert Scherer von der IG Metall. Ich habe auch schon zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten gesehen, die letztes Jahr 100.000 Unterschriften gesammelt haben für eine bessere Pflege in Bayern. Diese 100.000 Unterschriften werden wir am Freitag einreichen. Und ich hoffe, oder wir werden alles dafür tun, dass das Volksbegehren im Sommer besser noch wird, wie das Volksbegehren für Artenvielfalt. Und ich begrüße auch die zahlreichen Helferinnen und Helfer hier an Bord. Begrüßen möchte ich auch unsere Europakandidatin Katharina Flach-Gomez. Und
und den ersten niederbayerischen Bezirkstagrat der Linken, Kai Hoffmann. Als Kreisvorsitzender der KV Passau freut es mich natürlich, dass Kai aus Passau kommt. Ja? Genau. Begrüßen möchte ich auch den Eicher Frohsinn wieder und möchte mich auch gleich bedanken. Der spielt wieder für die Musik der Kerzer Tradition mittlerweile. Und natürlich bedanke ich mich wieder für die gute Zusammenarbeit beim Team von Wurm und Noyer. Die sorgen für unser leibliches Wohl. Ganz besonders freut es mich, dass ich dieses Jahr Genossinnen und Genossen aus Budweis und aus Linz begrüßen darf. Vielen Dank, dass ihr nach Passau gekommen seid und dass ihr euch auch am Nachmittag Zeit genommen habt, dass wir miteinander diskutieren können, wie wir den Raum Donau-Moldau-Raum weiter vorwärts bringen. Genau dieser Raum ist ein europäischer Raum, wie man so schön sagt. Das Gebiet zwischen Donau und Moldau, da sieht man dann mal, wie europäische Politik funktionieren könnte, dass die Menschen zusammenwachsen, so ansatzweise. Ja? Es werden Projekte beschlossen, EU fördert die Sachen mit finanziellen Mitteln, mit Know-how und die Menschen profitieren sogar ab und zu davon. Aber leider bleibt es bei den Ansätzen, denn die Gelder, die kommen, sind viel zu wenig. Die Ausrichtung der Projekte ist nur auf die Wirtschaft ausgerichtet, nicht auf die Menschen. Die Vergabe der Mittel ist intransparent und die Bürgerinnen und Bürger haben kein Mitspracherecht, welche Projekte sie damit finanzieren möchten. Wer wirklich dafür sorgen will, dass Europa zusammenwächst, dass solche Räume wie hier, Donau-Moldau, Tschechien, Österreich, Deutschland zusammenwachsen, der muss vieles anschieben. Darunter auch muss er dafür sorgen, dass sich die Menschen begegnen können, sich kennenlernen können. Dafür braucht es Mobilität, eine klimafreundliche Mobilität, und eine Mobilität, die nicht vom Geldbeutel abhängt. Aber Fakt ist es, dass wir heute im Jahr 2019 immer noch keine direkte Bahnverbindung von Passau nach Budweis haben. Eine solche Bahnverbindung würde nicht nur die Menschen zusammenbringen, Europa zusammenbringen, sie würde auch neue Impulse für den ökologischen Tourismus im Bayerischen Wald setzen. Und wenn wir dann neue Antriebstechnologien testen auf den Zügen, wie zum Beispiel die Brennstoffzelle und diese weiter erforschen, dann hätten wir im Bayerischen Wald in einer sehr strukturschwachen Region auch Forschung angesiedelt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Europa, eine Europäische Union, so wie sich die Linke vorstellt, würde genau deshalb solche Projekte unterstützen, anschieben, finanziell fördern, anstelle 6,5 Milliarden dafür zu auszugeben, dass Brücken und Straßen panzertauglich werden, so wie sie es jetzt beschlossen haben. Und auch wenn man es mal wahrscheinlich nicht mehr anhört, ich bin im Bayerischen Wald aufgewachsen. Ich kenne die Situation, wenn man wandert und auf einmal kommen große Schilder vor sich, Grenze, und wenn man nicht mehr weiterkommt. Ich kenne als Passau die Situation, wenn man sein Leben ganz normal lebt, 4-5 Mal am Tag zwischen den Ländern Deutschland hin und her wechselt, ohne lästige Grenzkontrollen, ohne dass man da Einschränkungen hat. Das hat viele aus meiner Generation hier in der Gegend und mich zum Europäer gemacht. Aber umso trauriger ist es, dass wir heute eine Zeit haben, wenn ich in den Zug von Wien nach Hamburg in Passau einsteigen möchte, kann ich nicht einsteigen, muss ich erst warten, dass Grenzkontrollen abgeschlossen sind. Irgendwie passiert aber da nichts, nie jemand wird da richtig rausgezogen, also es ist total unnötig, aber wir fahren mit 5 Minuten Verspätung schon mal von Passau weg. Eine Verspätung, aber die Bahn keine Schuld dran hat. Und genauso traurig ist es, wenn man auf der Autobahn fährt und mittlerweile eine halbe Stunde noch länger im Stau steht, weil, man muss sich das vorstellen, innerhalb des deutschen Gebietes, also nicht an der Grenze, sondern zwischen Pocking und Passau Grenzkontrollen gemacht werden. Die Leute stehen im Stau und die anderen, die wo nicht im Stau stehen wollen, die fahren einfach vorher schon von der Autobahn runter und fahren dann Ausweichrouten. Genau. Viele Menschen hier haben mittlerweile wirklich die Nase gestrichen, voll von solchen Grenzkontrollen. Wir wollen keine Staus mehr, wir wollen keine
Einschränkungen unserer Rechte, weil wir im Grenzgebiet leben. Wir wollen keine Verspätung mehr, wir wollen keinen Ausweichverkehr, wir wollen, dass diese Grenzkontrollen verschwinden. Die sind nur vom Populismus getragen. Und deswegen machen die Menschen hier auch mittlerweile mobil. Vor 14 Tagen haben die Menschen in Neuburg am Inn gegen diese Grenzkontrollen demonstriert. Und ich finde das gut so. Und es ist Respekt, dass jemand endlich auf die Füße tritt und diesen Irrsinn wieder beenden will. Liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen alles tun, damit es den Nationalisten, den Populisten nicht gelingt, dass wir wieder ein Europa der nationalen Grenzen werden. Ein Europa der nationalen Egoismen. Wir brauchen ein Europa, das solidarisch ist, das human ist. Wir brauchen kein deutsches Europa, wir brauchen ein europäisches Deutschland. Liebe Genossinnen und Genossen, in diesem Sinne müssen wir dafür alles tun, denn es wird nicht von selber kommen. Ein Neustart ist erforderlich in Europa und der wird nicht von selber kommen. Und sicherlich wird er nicht kommen mit Manfred Weber, der heute in der Dreiländerhalle spricht und seiner EVP-Fraktion. Steht doch die EVP mit Merkel und Schäuble für eine Politik, die die Populisten in Deutschland und in Europa stark gemacht hat? Stehen diese Spieler für eine Politik, für eine Austeritätspolitik, die in Griechenland, in Spanien zu massenhafter Jugendarbeitslosigkeit geführt hat und damit einer ganzen Generation ihrer Zukunftsperspektiven beraubt hat? Und es ist ein Weber, das sollte man sich alles im Hinterkopf merken, ein Weber hat letztes Jahr, der heute den großen Europäer spielt, der hat letztes Jahr die unsägliche doppelzüngige Forderung nach der finalen Lösung der Flüchtlingsfrage aufgestellt. Und es ist die CSU, die jetzt auch wieder auf großen Europäer macht, die letztes Jahr Rechtspopulisten und Europagegner wie Orban eingeladen hat, hofiert hat, stark gemacht hat, anstelle sie von Anfang an in die Grenze zu weisen. Glauben Sie mir, mit dieser CSU wird ein Neustart in Europa nicht gelingen. Wir haben aber die Möglichkeit, am 26. Mai diesen Neustart einzuläuten. Am 26. Mai sind Europawahlen. Wählen Sie am 26. Mai für ein solidarisches Europa, wählen Sie die Linke. Und gestatten Sie mir auch gleich noch einen kleinen Ausblick auf die Kommunalwahlen. Vieles, was in Europa beschlossen wird, müssen wir in der Kommune umsetzen. Und es ist eine wichtige Kommunalwahl. 2018 blieb der Politikwechsel in Bayern aus. 2020 können wir ihn aber wieder einläuten, den Politikwechsel, denn die unsägliche, undemokratische Unterschriftenhürde für die Linke ist gefallen. Wir können und werden flächendeckend in Bayern antreten und wir werden für frischen Wind in den Rathäusern sorgen, liebe Genossinnen und Genossen. Und in Passau würde dieser frische Wind bedeuten, dass endlich wieder Wohnen bezahlbar bleibt. Und wieder bezahlbar wird, muss man sagen. In Passau, die großen Politiker haben nichts anderes vor, wie den Wohnungsmarkt den Großinvestoren zu überlassen und den Mieterinnen und Mietern, den Haifischen, den Immobilienhaien zum Fraß vorzuwerfen. Bedeuten tut das konkret, die Mieten sind innerhalb von 5 Jahren um 25% gestiegen, die Bodenpreise sind innerhalb von 12 Monaten um 10% gestiegen und neue Studien belegen, Durchschnittshaushalte können sich 66% der hier neu gebauten Wohnungen gar nicht mehr leisten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir brauchen hier keine Politiker, die den sozialen Wohnungsbau nur kennen, wenn die Wahlen anstehen. Und wir brauchen auch keine Politiker, die sich von Immobilienhaien, wie hier in Passau beim Peschel-Areal passiert, erpressen lassen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen hier neue Konzepte für bezahlbaren Wohnraum. Das ist zum Beispiel eine Erhaltungssatzung, das ist zum Beispiel die konsequente Anwendung des kommunalen Vorkaufsrechts, das ist ein Anschub des sozialen Wohnungsbaus mit Quoten von über 30% und es ist eine Stadt, die Genossenschaft fördert, indem sie den Genossenschaften verbilligten Bauland und Baugrund zur Verfügung stellt, liebe Genossinnen und Genossen. Und was wir in Passau auch brauchen, das sind Politiker, die den öffentlichen Nahverkehr ernst nehmen. Unsere Politiker erleben einen Stautag nach dem anderen und dann rufen sie nach dem Bus. Wir brauchen besseren Bus, wir brauchen mehr Bahn. Und was ist Fakt, was tun sie?
Seit Jahren schauen sie zu, wie die Preise steigen. Seit Jahren dünnen sie den Fahrplan aus. Was haben wir denn für einen Bus in Passau, der am Wochenende nur alle 90 Minuten vom Äußeren in die Stadt reinfährt, während von München jede Stunde ein Zug nach von Passau jede Stunde ein Zug nach München fährt? Was ist das für ein Bus, wenn Menschen Sonntagvormittag von Hals nicht in die Innenstadt, in die Kirche kommen, weil gar kein Bus mehr fährt? Sowas brauchen wir nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Wir brauchen einen Stadtbus, hier desto mehr, weil die Stadt so verkehrsgeplagt ist, der sich an die Bedürfnisse der Menschen orientiert, der häufiger fährt, der auch nachts fährt. Und wir brauchen einen Bus, der kostenlos wird. Und wir als Linke werden dafür sorgen, dass wir diesen Weg dann bestreiten ab 2020. Wir werden anfangen und wir werden fordern, dass als erstes Kinder, Jugendliche und Auszubildende mit dem Bus kostenlos fahren. Ich sehe schon, Sie warten schon auf Janine und auf Klaus und ich könnte jetzt auch lange über Kommunalpolitik reden, aber ich mache es jetzt ganz einfach. Liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Damian, kommen Sie zu unseren kommunalpolitischen Ratschlägen, diskutieren Sie mit uns, wie Passau verändert werden muss. Ich lade Sie dazu ein, unser Programm mitzugestalten und übernehmen Sie dann 2020 die Verantwortung für die Stadt Passau, kandidieren Sie auf unseren Listen, Sie werden es nicht bereuen. Aber das ist 2020, jetzt gehen wir zurück nach 2019. Wie wollen wir Europa verändern? Wie wollen wir den Neustart gestalten? Wie kann ein europäisches Bayern aussehen? Und ich übergebe jetzt die Worte an Eva Bulling-Schröter, die Landessprecherin der Linken Bayern.